So Leute, herzlich willkommen zurück zu Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Ja, wir haben angefangen mit den Missionen. Ich würde mal sagen, weiter geht's mit den 10 Missionen. Und diesmal müssen wir Jiraiya besiegen und Ninjutsu muss dreimal treffen. Okay. Dann nehmen wir nochmal Sasuke aus The Last Boruto oder The Last Movie. Nee, nicht The Last Boruto, sondern The Last Movie. Den ich okay fand. Also den Film The Last. War okay, The Last Movie oder so. War in Ordnung. Ich fand ihn nur so ein bisschen. Achso, ich war jetzt gerade überrascht, dass er einfach. Ja, genau, das ist genau das Jutsu, was ich von ihm sehen wollte. Boom. Jetzt können wir gegenseitig den Schmerz im Herzen des anderen empfinden. Okay. Es gibt einen Gewinner. Tut mir leid, aber schlaf jetzt einfach. Schön. So. Killer B müssen wir mit einem Gamjutsu erledigen. Ach komm, nehmen wir Kabuto. Ja gut, vielleicht ist sowas eher langweilig. Ha, es trifft. Ich will lediglich zu meinem Selbst werden. Senpo, Wiedergeburt anorganischer Substanz. Okay, wir haben es jetzt begriffen mit Senpo. Zu stark. Was? Glaubst du etwa? Überhaupt nicht eingebildet. Naja. Schön. B-Rang. Führe eine 20-Treffer-Kombo gegen Gai. Ja gut, ich meine, anscheinend ist es jetzt nicht so besonders. Ach du Kacke, er trifft mich auch noch. Here,
verstehe nicht, warum die immer fliehen. Alter, Digga, zweimal? Wirklich? Wollen wir so spielen? Echt? Wollen wir jetzt die ganze Zeit Geimjutsu-Techniken ballern? Hast du da richtig Bock drauf? Wir benutzen den Bijou-Modus. Ich könnte es auch ganz gemein machen und einfach meinen Main-Charakter benutzen. Und dann würde ich hier nur komplett zerlegen. Müssen wir jetzt leider machen, weil der Typ hat es leider geschafft, dass wir... Seit wann hat er ein anderes Outfit? Er hat eigentlich ein anderes Outfit, aber okay. Dieses Jutsu heißt Kyo. Verschwinde mit Don. Ich habe keine Wahl. Genau hier. So, ich wollte wie gesagt nur kurz. War auch nur A. Das ist schlecht. Aber okay. So, Ninjutsu jetzt so dreimal verwenden. Wen nehmen wir denn da? Ach komm, ich hab Bock auf Madara. Auf diese Form von Madara. Ich werde alles zerstören. Okay. Achso, das ist ein automatisches Ninjutsu, ne? Achso. Ich werde alles zerstören. War ganz cool. Dein Mut dich mit. Ich krieg kein S, weil ich nicht mit der Geheimtechnik gekillt habe, really. Finde ich aber nicht so fair. Gut, dann kommt Naruto. Ja gut, wir können die dadurch so ein bisschen leveln. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber... Ach ja, stimmt, der ist ja der hier. Ja, ich schlag dich! Hierher! Hierher!
Na, hätten wir vielleicht warten müssen. Dann hätten wir Finisher machen können. Sehr merkwürdig, wegen der S-Rang-Entscheidung. Bin ich ganz ehrlich. Ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ja, wir haben viele. Gute Frage. Mal nehmen wir mal den. Diese Form von Tobi. So, wir überprüfen gerade etwas. Weil eigentlich habe ich schnell genug gekämpft, wenig Schaden erlitten vom Gegner. So, eigentlich dürfte... Wow, nicht schnell genug. Okay, jetzt haben wir ziemlich gut Damage bekommen vom Gegner. Wow. Wow, Respekt. Jetzt hat er richtig auf S-Niveau gekämpft. Muss ich sagen. Sonst hat er nicht auf S-Niveau angegriffen, jetzt greift er auf S-Niveau an. Ist schon unfair, ne? Wow, really? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja gut, jetzt dürften wir auf jeden Fall kein S haben. Boah, Bruder, der hat aber richtig hart durchgezuchtet, ey. Diese Welt birgt nur Verzweiflung. Das Dasein hat überhaupt keinen Wert. Es gibt einen Gewinner. Krasser Scheiß, muss ich sagen. Deine Kraft endet. Jungs, die wollen mich verarschen, oder? Bruder, Gesundheitsscheiße! Der hat mir übelst drauf gemacht. Aber nur weil ich den Kampf mit einem Geheimjutsu abgeschlossen habe, kriege ich es. Verstehe ich nicht. Aber ich bin ja auch nicht in der Position. Na, ich bin nicht in der Position, das zu beurteilen. Wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Ich meine, klar, ich könnte das jetzt auch alles... Wow. Falsche Taste gedrückt. Nee, ich war schneller. Spüre Verzweiflung. Erwischt. Wie nutzlos. Erwischt. 10 Schwänziger.
Wie nutzlos. Los! Erwisch! Zehnschwänziger! Los! Zehnschwänziger! Ja! Wie dumm von dir! Sehr! Kämpfst du nicht? Zehnschwänziger! Hey, wir mussten ihn halt besiegen, ne? Spüre mit deinem geilen Techniken-Jutsu. Du kannst niemanden retten. Okay. Es gibt einen Gewinner. Aber Obito steuert sich eigentlich gar nicht schlecht. Gedanken und Wünsche. Komm, really? Mit einem scheiß A-Rang. Ja, ja, ist mir egal. Alles klar. Die Leute wollen wirklich, dass ich richtig aufs Maul gebe, den Typen, ja? Der Kampf beginnt. Toll. Respekt. Vor allem, wir haben ihm kein Damage auch gemacht. Wir wollen die 60%. Krass! Der Kampf beginnt! Dieses Jutsu heißt Kill. Dieses Jutsu heißt Kill. Jetzt muss es erst geben. Wenn du dich in meine Rache einmischst, werde ich dich einfach zerschmettern. Dann. Es gibt einen Gewinner. Geh mir aus dem Weg. Ja, könnte jetzt wie gesagt ein bisschen langweilig für euch sein. Dass ich jetzt ein Part verschwende, um hier alles auf S zu machen. Aber ich bin süchtig nach S. So, Rang A gegen Pain. Gut, gegen S erwarte ich wahrscheinlich sehr hohes Niveau von den Gegnern. Du setzt mir viel zu spät Jutsu des Tausches ein. Ich habe nur abgewartet, dass seine Jutsu des Tausches weggehen und dann, ja. Den habe ich mit in Storm 3 ständig gespielt, deswegen kann ich den natürlich extrem gut spielen. Aber mein Main ist tatsächlich Sasuke mit Kirin. Ja, das ist tatsächlich mein absoluter Main-Character. Hey, du bist ziemlich gut. Supi. Naruto ist auf Stufe 3. Wir haben die erste A-Rang-Mission abgeschlossen. Tobi. Machen wir auch gleich weiter mit Naruto. Einfach jetzt direkt durchziehen.
beginnt. Schön. Junge, immer dieses nach. Wir hauen einfach so weit ab. Nein, nicht zwecklos. Letztes useless Tauschaspekt. Nee. Er wollte auch Wachzustand machen. Das war sein Fehler. Oh, es kommen ja wieder andere, ne? All das werde ich vernichten. Oder es hängt, glaube ich, vom Gegner ab. Weil eigentlich ist die Szene da mit Minato. Das ist eigentlich so die Hauptszene. Aber weil wir jetzt gegen Tobi kämpfen, kam die Finish-Szene. Hey, du bist ziemlich gut. Na, cool. Und Tobi Rama ist unser nächster, okay. Ja, ich spiele jetzt mit dieser Form Naruto, weil geht am schnellsten. So ein bisschen Frame-Einbrüche kommen hier und da. Die Leute zählen. So ein bisschen. Also darf ich es auf keinen Fall verbocken. Ja, ich muss den ja mit einer ganz geilen Technik erledigen. Es gibt einen Gewinner. Sonst hätte ich ihn schon längst besiegt. Wenn Kurama und ich in einem Team. Aber wir kriegen voll wenig Rio, ey. Immer nur 200, das ist echt läppisch. Gut. Dadurch haben wir die erste Mission erreicht. Wow, jetzt gegen Obito mit einer 20-Treffer-Kombo. Gut, haben wir uns jetzt tatsächlich nur damit beschäftigt. Nein! So geht das Spürerfenster. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, dass wir ihn gerade hatten. Also darf ich es auf keinen Fall verbocken. Ja, ich trinke nebenbei immer was. Meistens, wenn gerade irgendein Geheimnis Jutsu kommt. Lohnt sich. So, damit haben wir den dann auch auf S.
So, gegen Madara. Ja, haben sie jetzt ein bisschen einfach gemacht auf Voraussetzungen da, ne? Ihn müssen jetzt dreimal mit Ninja zu treffen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ich mach das jetzt nur wegen dem S-Rang. Sonst hätte ich dich schon längst besiegt, aber. Du kriegst anscheinend hier nur S-Rang, wenn du den Gegner mit dem Geheimtechniken-Finisher erledigst. Es gibt einen Gewinner. Finde ich persönlich blöd. Aber naja, wir müssen halt so spielen, wie das Spiel es haben will, ne? Wir kriegen auch übelst wenig EP dafür, ne? So, gegen Hashirama. Und alle Missionen abgeschlossen. Und es hat auch nur ein Part gedauert. Ich weiß. Tut mir leid, Leute. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber wir haben es abgeschlossen. Also hat sich der Part gelohnt. Also Sequenz machen wir auf jeden Fall noch. Ne? Weil ich glaube, irgendeinen Kampf sollen. Den werden wir noch machen. Hey, du bist ziemlich gut. Ninja-Vorbild. Ich wusste, es gibt eine Trophy. Eine neue Legende. Oha. Cool. Glückwunsch, du hast eine Mission absolviert. So ein starker Abschluss dürfte in die Geschichte des Ninja Heroes Universum eingehen. Ah. Ach ja, stimmt, das war ja ein Spiel. Vergessen. Nee, cool, freut mich. Kein Anfänger mehr. Ja, sorry, ich habe übertrieben. Aber dann können wir uns den Spaß nämlich sparen. Was sagst du dazu? Mission erfüllt! Ich bin kein Anfänger mehr. Was? Irgendwie ist sie süß. Ich bin so super. Ich bin so super, sagt der Alter. Bist du sprachlos, was? Nein, ich bin nur erstaunt. Du hast es tatsächlich geschafft. Du scheinst wirklich eine Menge Freizeit zu haben. Aber ich habe es geschafft. Und was du da sagst, ist nicht gerade sehr nett. Hey, was ist eigentlich so lustig daran, mich zu überraschen? Du hast immer so schlechte Laune. Ich wollte dich doch nur ein bisschen aufmuntern. Du willst die Navigatorin aufmuntern? Keine Sorge. Es ist überhaupt nicht so, wie du denkst. Ich will mich mit dir anfreunden. Freunde. Du? Und ich? Und... Also, sei nicht immer so steif. Mein Name ist Boruto Uzumaki.
Oh, vielleicht ist es komisch, dass ich im Spiel meinen richtigen Namen verwende. Was für ein schräger Vogel. Was? Tja, das gehört ab, ey. Hat keinen Bock mehr auf ihn. Ich bin so müde. Vielleicht habe ich es etwas übertrieben. Oh, Boruto ist runtergekommen. Mann, ich bin am Verhungern. Ja gut, machen wir einen kleinen Cut hier. Wie gesagt, hauptsächlich die Mission jetzt durchgeprügelt. Gut, war vielleicht nicht ganz so spannend heute in dieser Folge. Vielleicht wird die nächste Folge spannender. Ich meine, dadurch haben wir uns das jetzt gespart alles, ne? Also hoffentlich, dass wir einfach durchwaschen können. Das wäre ganz schön. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Es lohnt sich. 2 Videos pro Tag kommen nämlich raus. Damit verpasst ihr nichts mehr. Ja. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connection wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.